Servus und hallo, liebe Orchideenfreundinnen und Freunde. Endlich mal nach sehr, sehr langer Zeit wieder ein Lebenszeichen. Und ihr seht, die Double Shot ist nach wie vor noch gerade so am Blühen, ist gerade am Verblühen. Aber ich wollte euch etwas anderes zeigen. In diesem Video geht es um das Thema Restrepia-Orchideen. Damals, als ich die oder einen Großteil der Pflanzen in Kolomi umgetopft habe, wurde gleich mal kommentiert, ja, warum hast du die Pflanzen nicht im Originaltöpfchen gelassen? Da fühlen sie sich doch wohl und so weiter und so fort. Und ihr wisst ja, aus Erfahrungen der letzten vielen Jahre habe ich ja schon eine Restrepia über viele, 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 viele Jahre in goldenem Kolomi wachsen, unabhängig von der Farbe, geht es dieser Pflanze gut. Und jetzt nach sehr langer Zeit, ihr habt es gesehen, wann ich das letzte Video gemacht habe, habe ich mir die Pflanzen angeschaut und da kam mir gleich wieder dieses Rumgeheule in die Ohren, weil, und das ist jetzt der Knaller, werdet ihr gleich sehen, warum. Damals hieß es ja, ich wiederhole es nochmal, warum lässt du die nicht in dem Substrat? Da gefällt es ihnen doch am besten. Tja, und das werde ich in diesem Video widerlegen. Zum einen sehen wir hier eine Pflanze, die steht im Originalsubstrat. Die hat richtig viele gelbe Blätter abgeworfen. Liegt auch mit Sicherheit daran, dass das Originalsubstrat sehr sphagnummooslastig war und dementsprechend sehr, sehr feuchtigkeitshaltend ist. Und im Gegensatz zu den Pflanzen in Kolomi, wo hier praktisch nicht eine einzige Pflanze ist, die richtig Blätter geworfen hat, haben alle Restrepia-Orchideen, auch wenn sie etwas trockener sind, im Originaltöpfchen richtig Probleme und dementsprechend werde ich die auch in Kolomi umtopfen müssen. Weil ihr seht hier eine Pflanze in Kolomi, schaut schön knackig grün aus. Dann seht ihr hier die nächste Pflanze in Kolomi, schaut schön knackig grün aus. Aber bevor da wieder welche kommen und sagen, ja, da ist doch aber eine. Richtig, hier sehen wir eine, die schaut nicht so gut aus in Kolomi. Und da ist eigentlich der Grund dafür ganz eindeutig, die Pflanze war nicht richtig tief eingesetzt und konnte deswegen nicht so viel Wasser ziehen. Aber es ist immerhin noch ein bisschen Pflänzchen vorhanden. Bedeutet, hier die alten Blätter wegmachen und dann wird sie sich wieder erholen. Aber von im Verhältnis 10 Pflänzchen, die noch im Originaltopf stehen, zu 20 Pflänzchen, die hier in Kolomi stehen, ist es wirklich sehr, sehr überschaubar. Mit den Pflanzen, die in Kolomi Probleme hätten, im Vergleich zu den Pflanzen, die hier im Originaltöpfchen verstorben sind. Bevor jetzt irgendwelche Leute meckern, ich hätte doch früher darauf reagieren können. Ja, hätte. Aber einfach die Zeit war nicht da. Deswegen hatte ich auch kaum Videos gemacht. Aber schaut euch dieses Pflänzchen mal an. Das ist doch schon fast ein echtes Prachtexemplar. Und das steht hier ebenfalls in Kolomi. Und was ich euch damit sagen möchte, ist nicht unbedingt, dass Kolomi das allerbeste Substrat ist. Aber ihr seht, die Pflanzen haben es hier in Kolomi echt gut gehabt. Schaut euch mal hier dieses dicke Restrepia-Exemplar an. Da sind 2 neue Blätter. 3 neue Blätter sogar, wenn man genau hinschaut. Also alles optimal und das, obwohl sie hier permanent nass stehen. Und das ist doch schon mal eine sehr, sehr tolle Erkenntnis. Im Übrigen etwas, was mir sehr weh tut, auch die Pleurotalis truncata, die hier im Originaltöpfchen steht, die hat Blätter gelassen. Ich wollte sie früher umtopfen, ich kam aus zeitlichen Gründen einfach nicht mehr dazu. Ja, das ist das Update zu den Restrepia-Orchideen. Aber es gibt ja noch ein paar andere Orchideen und da